Hallo Freunde, herzlich willkommen zur neuen Low-Cost Prepping Serie jetzt für den März 2018. Wie einige von euch richtig vermutet haben, weil mir ging es jetzt in diesem Video um Konservierung, wie einige von euch richtig vermutet haben, ist der Betrag, der bisher angespart wurde, war das Ziel, ein richtig, richtig gutes Vakuumiergerät mit ins Prepperlager mit zu integrieren, mit einzubauen, weil meiner persönlichen Meinung nach ist ein Prepperlager sehr, sehr wenig wert, hat sehr, sehr wenig Qualität, ohne Konservierungsmöglichkeiten. Das ist der eine Teil der Konservierung. Da gibt es noch einen zweiten Teil, aber naja gut, das kann man dann für ein langfristiges Prepperlager eher anlegen. Ob jetzt so ein Vakuumiergerät für ein Monatslager schon sein muss oder nicht, das bleibt jedem Einzelnen selbst überlassen, das zu entscheiden. Es geht aber nicht nur ums Prepperlager bei diesem Vakuumiergerät, weil man hat im Haushalt so viele Vorteile durch so ein Gerät. Es gibt natürlich auch diese billigen Haushaltsgerätchen. Ganz ehrlich, ich habe einige ausprobiert von diesen billigen Haushaltsgeräten. Die sind alle Schrott. Die taugen, wenn man sein Fleisch von mir aus leicht vakuumiert und in die Gefriertruhe macht, okay, dass da ein Vorteil entstehen kann daraus. Aber sie taugen auf gar keinen Fall, um solche Dinge zu machen, weil diese Beutel, die halten einfach nicht dicht. Die Absaugung ist viel, viel zu wenig, also viel zu wenig. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht über dieses Gerät, was ich jetzt hier ins Prepperlager integriere. Und da habe ich euch auch die Daten genannt. Dieses Gerät saugt knapp 1 Bar. Und diese Haushaltsgeräte, was schaffen die? 0,2, 0,3 Bar vielleicht, wenn überhaupt. Also es taugt nichts. Wenn natürlich die Finanzen so ein Gerät jetzt wie das hier nicht hergeben, besser ist es, so ein Billiggerätchen, so ein Billigküchengerätchen sich zuzulegen, um da ein bisschen mehr Haltbarkeit hinzubekommen, als gar nichts, selbstverständlich. Man kann auch mit so einem Billiggerät, allerdings muss man halt dann immer wieder diese Verpackungen überprüfen, weil wie gesagt, die werden undicht, die lassen nach, da kommt auch wieder Luft rein. Luft, beziehungsweise dann der Sauerstoff in der Luft, ist ein Oxidator, der zerstört Lebensmittel, ganz klar. Vor allen Dingen haben auch eventuelle Mikroorganismen, die sich vorher schon drin befanden, in solchen Lebensmittelverpackungen gibt es ja oft genug. Da kann man auch gar nichts dagegen machen, das ist einfach so. Und je mehr Bio ein Lebensmittel ist, umso mehr Bio ist nachher dann auch drin. Und das bezieht natürlich auch Gelege von irgendwelchen Tieren mit ein. Habt ihr bestimmt auch schon gemerkt, wenn ihr eine Packung, ob das jetzt eine Spaghetti oder eine Reispackung im Zellophan oder sonst was ist, und ihr legt es in eure Speisekammer, lasst es mal eine ganze Zeit lang liegen, weil das gerade nicht braucht. Holt es nachher raus und seht, dass da nachher Tierchen drin sind. Das ist einfach normal, das ist das Leben, das ist Natur. Werden die Lebensmittel allerdings so vakuumiert, dann werden diesen natürlichen Fressfeinden, weil die wollen ja mein Essen fressen, diesen natürlichen Fressfeinden wird die Grundlage entzogen. Sie können nicht existieren ohne Sauerstoff, da geht nichts. Deswegen ist natürlich jetzt die Haltbarmachung über so eine Möglichkeit, über das Vakuumieren, über ein gutes Vakuumieren, ein ganz wichtiger Bestandteil vom Prepperlager. Wenn ihr vakuumiert, geht auch hin und schreibt dann das Datum drauf, wann es einlaminiert oder vakuumiert wurde. Das MHD, was auf der Packung steht, ist eher, ja, okay, wer sich danach halten möchte. Aber schreibt nochmal das Datum drauf. Ich habe jetzt hier eingeschweißt 03/18, das reicht mir als Hinweis. Also im Monat März 18, ist rein informativ, dass man sich ein besseres Bild machen kann, wie alt die Dinger schon sind oder wie lange sie schon im Lager liegen. Natürlich werde ich auch Dinge wie Reis etc. vakuumieren, aber da habe ich euch im Vakuumiervideo auch schon gezeigt, dass man hier den Beutel am besten eine kleine Undichtigkeit reinmacht, dass wenn das Gerät das Vakuum erzeugen möchte, also die Luft absaugt, dass auch die Luft, die hier im Beutel, die noch vorhanden ist, die hier im Beutel mit absaugen kann und es richtig schön luftleer wird. Wo natürlich eine Vakuumierung totaler Schwachsinn wäre, das ist zum Beispiel bei Dosen, auch so bei solchen Broten in Dosen, weil die sind ja schon an sich vakuumiert. Die sind ja schon
luftdicht abgepackt. Da macht es überhaupt keinen Sinn. Also da wäre zu lustig, wenn man die jetzt vakuumieren würde. Mich interessieren MHDs überhaupt nicht. Das ist ein reines Marketinginstrument, eine reine Verkaufsförderung für den Handel. Und der interessiert mich absolut nicht. An trockenen Spaghettis zum Beispiel mit einem aufgedruckten MHD. Was soll jetzt an einer wasserlosen Spaghetti, an einem wasserlosen Teigprodukt, was soll jetzt da bitteschön kaputt gehen? Nur weil dieses MHD überschritten wird. Ich meine, gut, da kann jeder seine eigene Meinung haben darüber. Habe ich vor kurzem ja auch so eine kleine Streitdiskussion mit jemandem gehabt auf dem Kanal, der dann... Wo steht denn jetzt da? Ah ja, da ist es doch. 22.06.2018, also Juni dieses Jahr, sollten diese Spaghetti ablaufen. Ich bin ganz, ganz sicher, wenn ich die 10 Jahre im Regal liegen lasse, so in diesem Zustand, sind sie noch ganz genau so wie heute. Und da ist es MHD völlig egal. Jetzt dieses Gerät, dieses super Gerät, was ich hier habe, das ist das beste Vakuumiergerät, was ich bisher gehabt habe, muss ich ehrlich sagen. Das geht schon meiner Meinung nach so ziemlich Richtung Profibereich, weil es halt einfach so gut arbeitet, weil es halt eine Doppelschweißnaht erzeugt, einfach noch mehr Sicherheit produziert. Warum ich das jetzt hier mit einbaue ins Lager, ist ganz klar. Bisher war das Geld noch nicht da. Ein billiges hätte ich kaufen können, aber hier muss ich ganz klar sagen, das sagt mir einfach meine Erfahrung, die ich mit den Geräten gemacht habe. Kauf's lieber nicht, lass es sein. Warte, bis so ein Gerät möglich ist, und das habe ich auch gemacht. Im Laufe der Monate habe ich immer mal wieder ein kleines bisschen, habt ihr auch mitbekommen, in der Serie. Wer es nicht mitbekommen hat, kann zurückgehen in der Serie. Für diejenigen, die jetzt erst dazugekommen sind, dieses Locus Prepping Projekt beinhaltet die Versorgung von einer Person für einen Monat. Die Person wohnt in einer kleinen 1,5 bis 2 Zimmer Wohnung, hat keine Garage, keinen Stellplatz oder irgendwas, wo man noch ein Lager aufbauen könnte, hat kein Kellerabteil, auch kein Lattenrost, hat kein Speicherabteil, sondern nur die Wohnung zur Verfügung, die kleine Wohnung. Und da wird ein einmonatiges Lebensmittel und sonstiges Lager aufgebaut. Für ein einmonatiges Lager, gut, da könnte man jetzt diskutieren. Diese Lebensmittel, die halten länger als nur für einen Monat. Meine Idee bei diesem Lager ist es ganz einfach jetzt, die Lebensmittel, die wasserlos sind, die also auch problemlos viel länger halten würden, dass ich die auf diese Art haltbar mache und damit aus dem rollierenden System rausnehme. Das heißt, ich lasse die jetzt im Lager liegen und da liegen die mir wohl, weil es ändert sich nichts an diesem Lebensmittel. Da liegen die mir wohl und die tue ich in dem Fall schon Richtung Dauerlager. Weil das soll sich ja später auch zum längerfristigen Lager entwickeln. Ein Monat ist erstmal das Ziel. Und die sollen auch schon zum Dauerlager zählen. Natürlich, dass ich darauf zurückgreifen kann, wenn ich es brauche. Selbstverständlich. Aber diese Lebensmittel, die sollen jetzt zur Dauerabteilung gehören. Das heißt also, alle Teigwaren, die ich habe, Knäckebrot, was ja auch wasserlos ist und so weiter, das wird jetzt mittels dieses Gerätes vakuumiert und bleibt dabei als Dauerlager. Mein Favorit ist nicht Knäckebrot. Ich bin kein Knäckebrot-Fan. Ich habe es einfach, weil es trocken ist und weil es sehr lange haltbar ist, und durchs Vakuumieren mache ich es noch viel länger haltbar. Mit der Firma Hauser hatte ich ja vorher schon einen Deal gemacht für euch. Da bekommt ihr Prozente, wenn ihr über den Bestellcode Tactical bei der Firma Hauser, also beim Herrn Hauser, direkt bestellt. Seid aber ein bisschen vorsichtig. Es gibt genug Geschäfte, die verkaufen diese Hausergeräte. Dort bekommt ihr natürlich keine Vergünstigung, weil diese Geschäfte wissen nichts von dem Deal, den ich mit dem Inhaber der Firma getroffen habe. Und jetzt habe ich ganz speziell für euch nochmal ein Sonder Vereinbarung mit dem Herrn Hauser getroffen. Ich zeige euch mal schnell, was es gibt für den Betrag, den ich euch gleich zeige. Und dann schon mal an die Tafel, schreibe ich euch das auf. Da könnt ihr es auch jederzeit wieder nachverfolgen. Also zuerst mal für den Preis, den ich jetzt euch jetzt gleich nenne,
gibt es dieses super Gerät. Dann mit dem Industriemotor eingebaut, aber das könnt ihr, wie gesagt, in dem Video über das Gerät selbst nochmal sehen. In meiner Playlist könnt ihr das Video abrufen. Dann gibt es eine Packung, sind immer 50 Beutel drin, in der Größe 160x250. Eine Packung 20 cm x 30 cm, aber da gehen jetzt zum Beispiel Spaghetti oder so gehen da noch nicht rein. Und deswegen auch nochmal eine Packung 30x40 cm, das sind auch 50 Stück. Diese drei Packungen sind in diesem Tactical Kit, habe ich mit dem Herrn Hauser vereinbart, sollt ihr bei der Bestellung angeben, drin. Und damit seid ihr schon mal ganz gut versorgt. Das sind 150 Beutel, wo man jede Menge Sachen einschweißen kann. Und zwar kostet, ich mache das an der Tafel. So, normalerweise kostet es Gerät, wo haben wir es denn? Ja, genau, hier haben wir es. Das ist das Gerät 550, das Modell 550, kostet 379 Euro. Dann die Folien 16x25, der Folienbeutel kostet 11,20 Euro. Die Folien 20x30 kostet der Beutel 16 Euro und die Folien 20x40 kosten 17,50. Das macht einen Gesamtpreis von 423,70 Euro. Dieser Preis, der Normalpreis, ist, wenn ihr bestellt mit dem Tactical Set, kostet euch 348 Euro. Das heißt also, sogar nochmal 31 Euro unter dem eigentlichen Preis, was nur das Gerät normalerweise alleine kostet, habe ich für euch rausgehandelt. Das sind 75,70 Euro, was ihr das alles insgesamt günstiger bekommt. Und ich meine, das ist also wirklich ein Lob wert. Da hat sich der Herr Hauser sehr, sehr entgegenkommend verhalten. Die ganzen Preise sind natürlich inklusive Mehrwertsteuer. Klar, muss man darauf hinweisen. Und ich finde das toll, mit solchen Leuten arbeite ich gern. Das freut mich, wenn ich für euch irgendwas erreichen, irgendwas aushandeln kann mit Firmen. Wer es nutzen möchte, kann es nutzen. Wer nicht, der halt eben nicht. Wie gesagt, das kann natürlich nicht jeder, ich weiß es. Aber legt euch ein Vakuumset zu. Ob das jetzt so ein Gerät sein soll oder so ein ganz billiges Haushaltsgerät, was man in den Haushaltswarenabteilungen bekommt, spielt keine Rolle. Legt euch so ein Gerät zu. Auch wenn es nur ein ganz, ganz billiges ist, ein ganz einfaches. Ihr erhöht auf jeden Fall die Qualität eurer Lebensmittel. Gerade wenn ihr es eine gewisse Zeit liegen lassen wollt, wenn ihr es ein bisschen einlagern wollt. Und da macht es sehr, sehr viel Sinn, so ein Gerätchen. Das Gerät ist natürlich Spitzenklasse. Keine Frage. Da geht nichts drüber. Doch, es gibt noch größere. Solche, wo man das ganze Zeug in Wannen einlegt, Deckel zumacht und dann wird das alles direkt verschweißt. Okay. Das sind dann wirklich nur die absoluten reinen Profi-Geräte. Das braucht man zu Hause auf gar keinen Fall. Es gibt so ähnliche Geräte wie dieses Hausegerät, nur die sind von vornherein schon mal deutlich teurer. Dieses Gerät ist schon das günstigste und das gibt es jetzt halt eben inklusive dieser 150 Beutel für 348 Euro. Nutzt die Gelegenheit. Ihr müsst aber direkt bestellen bei der Firma Hauser. Ich mache euch da unten auch noch einen Link rein auf die Seite der Firma Hauser. Ihr müsst direkt den Bad bei der Firma bestellen, und wenn ihr den Bestellvorgang abgeschlossen habt, dann nehmt Kontakt mit der Firma auf und sagt denen, dass ihr es als Tactical Set haben wollt. Dann habt ihr auch die Vergünstigung, sonst weiß es ja niemand. Und wie gesagt, nicht bei irgendwelchen Firmen, die auch Hausergeräte in ihrem Programm haben, sondern nur bei der Firma Hauser direkt. Ich habe ja bisher angespart 333,86 Euro plus die 100 Euro von diesem Monat dazu. Jetzt muss ich die 348 Euro abziehen von diesem Betrag. Machen wir mal ein bisschen Platz. Haben wir einen Rest von 85,86 Euro. Bleibt immer noch ein Rest. Na, ändern wir also diesen Betrag. Mal hier kommt jetzt die 3 rein.
bis in März. Ende mal diesen Betrag auf 85,86 Euro, was noch als Rest ist. 85,86 Euro haben wir jetzt gerade noch einen Überschuss. So, aber jetzt genug zu dem Vakuumiergerät. Kommen wir auch zu dem, was wir den Monat noch erweitern. Das Lager außer der Vakuumierung, außer der Konservierung. Hier haben wir's. Ah, und ihr könnt schon sehen, das sind für den Feinschmecker sind das ganz wichtige Dinge. Ich habe eingekauft für 21,38 Euro. Bin jetzt nicht so unbedingt drauf aus, jeden Tag Süßigkeiten zu essen. Das ist natürlich nicht, ganz klar. Aber unter Umständen kann das sehr, sehr wichtig sein, solche Glückserzeuger, weil das Gehirn arbeitet nur mit Kohlenhydraten. Je schneller die Kohlenhydrate sind, umso besser für das Gehirn. Also wenn man ziemlich down ist, ist sowieso ein gutes Rezept, wenn jemand von euch mal ziemlich down ist, ein Stück Schokolade in den Mund und schon passt das wieder auch ein Marmeladebrot oder sonst irgendwas. Ich habe hier darauf geachtet, dass der Schokoladeanteil nicht so sehr hoch ist, weil im Lager mit Temperaturen Schokolade, gut, okay, wenn Schokolade ein bisschen einen weißlichen Belag hat, ist es keine Qualitätsminderung, aber trotzdem, wenn das Zeug davonläuft oder flüssig wird, ist auch nicht so sehr schön. Aus dem Grund schauen wir uns doch gerade mal an, was ich da zugelegt habe. Es sind einmal Erdnüsse, zwei Packungen Erdnüsse, also zwei Dosen, schön verpackt. Dann die halb 10 Schnitten, zwei Stück, Erdbeermarmelade, Heidelbeermarmelade, nochmal Erdbeer, bisschen Bio, wenn es geht, wenn es möglich ist, natürlich immer klar. Dann zwei Gläser Erdnusscreme, einmal eine cremige Form und einmal crunchy, ein bisschen Crunch dabei. Ist auch eine ganz gute Aufmunterung. Ein paar Riegel. Dann zwei Tafeln Schokolade, das ist eine sehr, sehr gute Schokolade. Der Feinschmecker für mich. Dann nochmal eine ganz normale Milchschokolade, so eine Schnellversorgung. Und zu guter Letzt noch Haferkekse. Ich hatte ja bisher im Lager das Thema Süßigkeiten oder Schnellkohlehydrate nicht so sehr präferiert, außer dieser einen, wo ist sie denn? Ach ja, hier. Außer diesem Nuss-Nougat-Creme-Glas und, naja, ein bisschen Kirschen, eingelegte Kirschen und solche Dinge, die zwei Gläser, da wurde das Thema Süßigkeiten noch nicht so sehr stark bedacht. Das Thema habe ich hiermit abgehandelt. Also diese Box voll Süßigkeiten, die reicht für eine Person auf jeden Fall für einen Monat. Das ist also wirklich gut, gut ausreichend. Immer davon ausgehend, dass es für eine Krisensituation gedacht ist. Ist auch nicht für den ganz normalen Monatsumsatz an sich, also eine ganz normale Menge, die man jetzt im Monat an Süßigkeiten isst. Gut, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die essen solche Mengen an Süßigkeiten einmal im Monat oder jeden Monat oder auch mehr, was man da so hört und sieht teilweise. Aber ab und zu esse ich auch mal natürlich ein bisschen Schokolade oder so irgendwas. Morgens, wenn ich frühstücke, dann ist da schon mal ein Marmeladenbrot drin oder irgend sowas. Ja, so in der Richtung. Aber es ist an sich nicht so, dass ich jetzt jeden Tag nach Süßigkeiten greife. Brauche ich nicht. Ja, manchmal schon. Vielleicht bevorzugt ihr andere schnelle Kohlenhydrate. Ich berechne jetzt einfach das, was ich hier jetzt ins Lager reingemacht habe, sonst macht das alles keinen Sinn. Das sind zweimal Hanuta, die Schoki für 1,55. Und alles zusammen 21,38 Euro. So Freunde, alles Schöne geht mal zu Ende. Auch dieses Video geht hiermit zu Ende. Es würde mich freuen, wenn ich dem einen oder anderen vielleicht eine Idee gegeben habe. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euer Lager entsprechend anzupassen. Eine ganz gute Idee wäre das schon. Nächsten Monat habe ich so meine Idee, die ich jetzt hauptsächlich sehe, dass es wichtig wäre, hier auszubauen. Wollen wir mal gespannt sein, ob es wieder eine kleine Überraschung gibt.
Wir sehen uns.